bezaubernd. Und mitreißend. Es war schön. Und abwechslungsreich. Atemberaubend. Es war spannend. Super. Klassische Musik ist für mich Spaß, ist für mich Erfüllung und ist für mich auch irgendwo ein Stück weit, ja, mein Leben. Ich bin der Benedikt Loos, ich bin jetzt seit 4 Jahren hier im Landesjugendorchester dabei und spiele Cello. Das Besondere heute ist eigentlich, dass es nur die einzige Probe mit Jansons ist. Also wir haben schon Konzerte gespielt mit einem anderen Dirigenten. Und heute, das ist die einzige Probe, die wir überhaupt vorm Konzert mit Jansons haben. Morgen ist noch eine kurze Durchlaufprobe, aber das war es dann auch schon wieder. Und es ist natürlich so, dass wir einfach sehr, sehr konzentriert sein müssen. Also bis jetzt im Landesjugendorchester allgemein haben wir immer 1-2 Wochen Zeit. Wir können auch mal unkonzentriert sein, wir können uns mal einen Scherz erlauben, aber hier, das geht jetzt einfach nicht. Also wir müssen alle top konzentriert sein und ja, es macht aber trotzdem sehr Spaß. Bläse, halten Sie! Papa! Neben weg so mit einem Punkt. Sehr dramatisch. Ja, natürlich ist ein Unterschied, ob ist das ein professionelles Orchester und wenn ist das ein Top-Class-Orchester und ein Jugendorchester. Aber mit Jugend ist immer sehr angenehm zu arbeiten, weil sie sind sehr neugierig und sie wollen spielen. Also es ist natürlich irgendwo eine Umstellung, weil jeder Dirigent ein bisschen anders schlägt. Er gibt die Einsätze ein bisschen anders. Mancher Dirigent gibt bestimmte Einsätze gar nicht oder die der andere wieder gibt oder sowas. Letztendlich, wir haben dieses Stück so gut gespielt, dass Maris jetzt einfach nur noch das nehmen konnte und seine Idee da draufsetzen konnte. Musik verbindet uns. Ich dirigiere, sie spielen und das bringt uns näher und diese Leidenschaft und Emotionen, was kriegen wir von Musik. Und die helfen uns, einander zu verstehen, einen Kontakt kriegen und emotionellen Kontakt. Ja, das ist die Stärke. Die Musik braucht keine Wörter. Lampenfieber jetzt nicht so groß. Also gerade nicht vor Konzerten mit Orchestern, wo ich jetzt nur irgendwo in der Cellogruppe sitze oder vielleicht auch selbst, wenn ich vorne sitze. Auch dann jetzt kein großes Lampenfieber. Ich persönlich, ja, immer. Bin nervös, ja. Ja. Ich werde wahrscheinlich Musiker werden. Ja, und ich hoffe natürlich, dass es dann klappt mit den Aufnahmeprüfungen erst und dann auch später irgendwie mit dem Musikerberuf selber. Also in einem Orchester spielen ist natürlich irgendwo ein großer Traum, aber gern auch was anderes. Also ich spiele auch gern Kammermusik oder sowas. Mhm. Mal sehen, auf jeden Fall wird es jetzt erstmal die Musik. Ich wollte Musiker werden, dann kann ich sagen, dann müssen Sie sehr viel arbeiten. Studieren, zu einem guten Lehrer gehen und wissen, dass sie werden keine freie Zeit haben. Man fühlt sich sehr gut, also es freut einen natürlich, wenn einfach die Leute auch begeistert sind von dem Konzert und man hat wirklich gemerkt, dass es auch war und dass es ihnen gut gefallen hat.